So, Jörg, wir sind immer noch Tiger Sejima, den Typen, den ich nicht so richtig leiden kann. Und wir fragen mal diesen Penner, ob er weiß, wo die Seiser-Familie wohnt. Erst einmal eine Sekunde, die Seiser-Familie hatte hier vor einiger Zeit mal ein Büro. Weißt du davon was? Nun, wenn ich mich recht erinnere, waren diese Yakuza-Typen hier mal rumgehangen, aber das war vor 20 oder 30 Jahren. Ja, die Typen, irgendwie dem, wo der Chef-Boss hin ist. Sorry, da kann ich dir nichts sagen, aber Toko-san weiß es vielleicht. Wer ist denn dieser Toko und wo finde ich ihn? Ein anderer Obdachloser wie ich. Er rennt hier in der Stadt schon seit Dekaden rum. Hat seine ganze Zeit unten in der Untergrundgeschäft verbracht. Der helle ist das dann. Es ist eine Anzahl von Geschäften, die unter der Showa Street aufgesetzt sind. Wurde erst vor einiger Zeit gebaut. Das ganze Ding ist ein großes, schönes Shopping Center unter den Straßen. Daher der Name. Alles klar, denn gut. Ich sehe mal, ob dein Teil Toko irgendwas darüber weiß. Er sollte ja, aber ich bin mir sicher, er wird erzählen, was er weiß. Kann ich hier eigentlich? Ach, hier gibt's. Okay, ich kann dir zu Kamiyama Works. Hä? Ist das dein erstes Mal hier? Tut mir leid, aber ich kann nicht zu Fremden verkaufen, hä? Ich habe einen Typen wie dich getroffen, der so aussieht wie du. Was? Wo? In Okinawa, um genau zu sein. Oh, bist du vielleicht Seishima-san? Mein Bruder hat mir über dir erzählt. Er sagt, dass er in der Lage war zu entkommen. Was? Wie ist er denn da rausgekommen? Dann ist alles in Ordnung. Bitte, komm jederzeit zu meinem Shop. Hier, das ist mein neues Rezept, wenn du es haben willst. Ich habe eine Kopie des nationsweiten Dumpling-Macher-Exposé 2010 gekriegt. So, was soll es heute sein? Warte mal. Der Dumpling-Macher? Liebe Grüße an den Eisbären, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich hoffe doch. Kann ich gerne ausrichten. So, was kann ich denn hier kaufen? Ich kann einen Vorschlaghammer kaufen. Oder ein Mail-Order-Katana. Das sieht jetzt schon billig aus. Es zeigt, it might be a good idea to send away for a few of the brass knuckles. Ja, wir kaufen erstmal keine Waffen, würde ich mal sagen. Und, warte mal, kann ich eigentlich... Nein. Ausrüstung und Waffen haben alle ihre Stärken. Ach, siehst du, wir haben jetzt mit Dingsterbumster... Achso, wir haben gar keine Gegenstände. Das ist natürlich unpraktisch, ne? Naja, das ist Drop wird schon, okay, das verwirrt mich. Was verwirrt dich denn? Slytherin Boy. Dass der Waffenhändler mit mir redet oder dass das olle Brüderchen vom Waffenhändler irgendwie entkommen ist. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Aber ich weiß jetzt übrigens den Grund, warum man über die Dächer laufen kann. Ich ahne, dass wir mit Tiger Sajima noch ganz schön lang unterwegs sind. Aber bis jetzt haben wir immer keine Nebenquests, was ist nicht so überraschend ist eigentlich, wenn man so darüber nachdenkt. Wenn hier überall die Bullen rumstehen, gibt es natürlich guten Grund, dass man andere Möglichkeiten braucht, um von A nach B zu kommen, nicht wahr? Interessant, dass das ist mal eben so erwähnt. Nur das, ja, mein Bruder ist auch entkommen. Nachdem Olle Seijima mal übel die Aktion auf den Tisch legen musste, um durch die Gegend zu kommen, konnte der Bruder irgendwie auch entkommen? Das ist mein Bruder. Mir wird sich interessieren, was aus den Dine Dasher-Typen geworden ist. Weil. Warum war der bitte schon in diesem komischen Yakuza-Knast? Gut, wahrscheinlich, weil das Prinzip zementieren sollte, wenn man irgendwelche semi-legalen Knasts irgendwo im Untergrund baut, dass man, oder so irgendwie eine Ferninsel, wo keiner Fragen stellt, dass halt Leute auch unter die Regeln kommen, die eigentlich kein Business haben, da drin zu sein. Wie zum Beispiel der Dine & Dasher-Typ, der ja nun wirklich keine Gefahr für die Gesellschaft im Großen und Ganzen war. Oh, hier vorne gibt es neues Wissen. Was kann es dieser Mensch erzählen? Mann, der nie den Beintag überspringt. Mann, denkst du doch von dir selbst, dass du ein guter Kämpfer bist? Ich bin selber ziemlich gut, aber... Ich mag den einen oder anderen Brawl mit einem jungen Punk von Zeit zu Zeit. Du solltest das sehen, Mann. Als wir angefangen haben, habe ich einen Stein in ihn reingetreten und bumm, hat ihn direkt aufs Maul getroffen, hat ihn direkt dann zum Boden geschickt. Mann, das war großartig. Okay, ich kann Objekte drücken, bla bla bla. Ich sollte vielleicht versuchen mit leeren Dosen. Ich werde mit leeren Dosen anfangen und Zeichen... mir aufzeichnen, welche die meisten Schaden machen. Solltest du es auch mal versuchen. Du hast 500 XP. Also ich kann mit Sejima kann ich Sachen durch die Gegend treten. Oh nein, 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 nein. Hey du, ich könnte es mir Geld geben. Ich meine, Sejima könnte immer ein gutes Vermögen damit verdienen, Leute zu verprügeln, nicht wahr? So, wir können jetzt Sachen durch die Gegend treten. Dann sollten wir das wahrscheinlich auch tun. Deswegen ist es sehr interessant, dass mich ein kaputter Daumen mehr... Oh, der hat ein Messer. Kann er mir das bitte geben?
ich mich kaputter, also so eine Daumenverletzung mehr beim Controller-Spielen eindringt, als in einer Maus und Tastatur. Was es umso dramatischer macht, dass ich aktuell zwei Spiele mit Tastatur, mit einem Controller spiele. Ja, mit Tastatur. Fangen so Messerstecher rein? Ist da eigentlich bestimmt die beste Möglichkeit, irgendwie die Bullen auf sich zu ziehen, oder? Ich meine, wenn du irgendjemand auf der Straße abstichst, spätestens wenn jemand stirbt. Also gerade ein Typ wie Tiger sollte auf jeden Fall seine Finger von Messern fernhalten, oder nicht? Wow, das meine Schreie des Schmerzens, das ist das Echo in meinen Ohren. Aber du bist ein ziemlich großer, der nicht zu viel... Ja, dann ist das hier. Du hast Unsettling 5000 gekriegt. Naja, gut, von mir aus. Bis jetzt kommen wir übrigens ganz gut zu Underground Mall. Ich hätte jetzt kurz überlegt, ob ich irgendwie über die Dächer laufen möchte. Aber anscheinend ist die Polizeipräsenz noch niedrig. Ich nehme mal stark an, die wird mehr. Mit jedem Story-Dings, das ich mache. Weil sonst wäre diese Warnung ziemlich umsonst. Wenn es nur ein einziger Bull ist, der irgendwo an einem Straßenrand rumsteht, wäre es, glaube ich, nicht so erwähnenswert, oder? Was hat diese lustige Frau uns zu erzählen? Ein weggelaufenes Mädchen. Ich bin echt müde davon, Zeug mit mir rumzuschlappen. Ich bin hier nach Camarocho gekommen, nachdem ich mich mit meinem Vater geschritten habe. Also dachte ich, ich könnte hier mein Zeug alles aufbauen und rausmarschieren. Aber selbst als ich den Typen hier gefragt hat, der den Block gehört, wo die Schließfächer drin sind, hat er gesagt, dass es nicht passieren wird. Ich denke, sie haben nicht gesagt, dass sie gelogen, als sie gesagt haben, dass diese Stadt kalt wie Eis ist. Okay, ich kann Schlüssel finden. Der Typ hier im grünen Afro hat ihn benutzt, hat er locker vorher benutzt. Vielleicht ist er einer von diesen VIPs? Ist ja witzig, dass sie das VIP nochmal erwähnt haben. So, ich habe natürlich keinen Schlüssel. Ja gut, dann kann ich das auch nicht nutzen. Wer ist er hier? Bist du Toko? Hä? Ja, das bin ich. Und wer bist du? Name ist Sajima. Ich suche jemanden, der sich in Camarocho auskennt vor den, sagen wir mal, 25 Jahren. Jemand sagt, du wärst das eventuell. Ich habe gehört, du lebst in diesen Teilen der Stadt schon ein bisschen länger. Das ist richtig. Über 30 Jahre, vielleicht sogar mehr. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, übersehen zu zählen. Nun, hast du jemals aus einer Seisa-Familie gehört? Bei dem Namen klingelt doch was. Sie hatten ein Büro im Westpark. Bis zu mindestens vor 25 Jahren. Ah, richtig. Es kommt langsam zurück. Nun, kannst du mir was über sie erzählen? Es ist etwas unscharf. Etwas Alkohol könnte vielleicht meine Gedanken in Schwallung bringen. Alkohol was? Booze. Alkohol, Drinks, was auch immer. Ich lebe von dem Zeug, aber es ist seit Tagen, dass ich mir das leisten konnte, etwas zu saufen. Ich kann einfach nicht gerade denken, wenn ich nüchtern bin. Vielleicht sollte ich etwas Alkohol kaufen. Was sollte ich ihm geben? Ich habe leider nichts. Oh, ich tapp gerade kein Alkohol bei. Vielleicht, was ein harter Drink würde die Spinnenweben mein Gedächtnis durchaus entfernen können. Dann gehen wir kurz zum Donkey Shot und kaufen halt irgendwas. Der ist ja zum Glück hier direkt in der Ecke, das macht es relativ leicht. Könnten wir uns gleich noch eine neue Jacke kaufen. Oh, wo ist denn diese Tür von diesem Laden? Was ist das? Ist das General Store oder was? Ich hab's gerade letztes Mal weggeschmeckt. Der hat irgendein Urteil über diesen Laden gefällt. Willkommen. Was? Boss Rainbow Mountain Blend? Ja, nee, what? Warte mal. Moment. Warum kann ich das alles kaufen? Physik Imager Jersey? I can't carry any more stuff. This is the same jersey you often see ever since late night with television. Nothing better for running. Stuffed Cat Toy, Super Glow, Fitness Gear? Aber ich kann das nicht anziehen, oder? Weil es hat. Doch, es hat Stats, ne? Die kommt wie Souls. I cannot carry any master. Warte mal, habe ich gerade irgendwie alles mitgenommen? Oh, ich habe aus Versehen alles mitgenommen, ne? Oh. Moment. Ich habe es irgendwie geschafft, mich so zu verklicken, dass ich aus Versehen irgendwie gerade das ganze Inventar gekauft habe. Das wollte ich nicht. Schulterplatten? Stylish und Shapely. Ich kaufe die mal. Super Glue. Warte mal, das Fitness Gear. Warte, warum kann ich denn jetzt hier irgendwelche Business-Klamotten für Frauen kaufen? Was? Lass es deine Freundin tragen, damit du ein bisschen Office-Politik auch bei dir zu Hause hast. Warum kann ich das kaufen? Das ist ja sexy like a Cheung. Was?
Ein China-Kleid. Lass es deine Freundin anziehen, um ein Mist, eine fremde Mystik zu haben. Oh, das Maiden-Outfit. Immer sehr beliebt bei den Otakus, wenn das dein Freund. Okay, ich kann eine Freundin haben? Sugar-Uniform? Von einer, aus einer gut bekannten Privatschule. Wenn das deine Freundin trägt, dann kannst du ein paar gute, unschuldige Teenage-Jahre zurückerlangen. Ein Must-Test für, das Maid-Outfit. Kostet übrigens nochmal genauso wie das Maid-Outfit selber, ne? Und Katzenohren. Warum? Ich fürchte, wir kommen nicht darum herum, dass das, falls es irgendwie nochmal aufkommt, dass ich dieses dumme Maiden-Outfit kaufen muss, ne? Aber egal, aktuell habe ich eh kein Geld für sowas. Ich kaufe mal lieber das Fitness-Gear, weil das sieht halbwegs billig aus und die kommt wie Souls, ne? Und dann wollten wir eigentlich nur Alkohol kaufen, ne? Was haben wir denn hier? Außer Bier gibt's hier gar nichts, ne? Ja, gut. Tja. Dann muss es wohl Bier tun, ne? Hallo Macmillan. Vielen Dank. So, das kann ich da bestimmt hier Rüstung anlegen, oder? So, die Schulterplatten bringen exakt nichts. Also die geben mehr Macht beim Tackeln. You cannot use that? Oh. Das macht aber gar nichts. Ich dachte, das wäre jetzt Rüstung. Das bringt auch nichts. Verhindert, dass meine Füße zu heiß werden. Naja, gut. Ich habe noch irgendwie mehr Zeug gekauft. Ich habe mir noch ein Wasser aus Versehen geholt. Naja, gut. Naja, gut. Ich hoffe, ein Bier reicht der Typ als Bestechung. Ich hätte auch irgendwie gedacht, dass wir jetzt irgendwie ein Whisky oder so rankriegen, einen billigen. Aber naja, was willst du machen? Weil wir aber echt nicht so viel Geld haben, ne? Hallo, Bursche. Oh, hast du mir Alkohol gewonnen? Ich sollte Ihnen Alkohol kriegen. Was gebe ich Ihnen? Ich gebe Ihnen ein Premium-Malt-Lager. Yes. Ja, hier, zum Wohl. Jetzt erzähl mal, was du weißt. Oh, danke. Warte mal eine Sekunde, während ich mich auflade. Willkommen zurück, mein alter Freund. Nein, nicht du. Der Alkohol. Gluck, 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 gluck. Ah, das ist gutes Zeug. Wärmt den Körper und die Seele. Ich bin sehr glücklich für dich. Jetzt erinnerst du dich an irgendwas? Oh, richtig. Die Sasai-Familie. Oh, das ist, tut mir leid, dir das zu sagen, aber sie sind schon seit langem weg. Du hast Zeit gefunden, wieder einen Stream reinzuschauen. Das ist sehr schön. Ich freue mich immer über Zuschauer. Also, es ist wahr. Was ist mit diesem Boss? Wo ist Sasai-san? Ich weiß nicht, was aus ihrem Patriarchen geworden ist. Ah, aber lass dich nicht hängen. Außerdem, Yakuza sagen ja, die kommen und gehen nicht gerade an. Er könnte immer noch in der Nähe sein. Hm. Sorry, dass ich keine großartige Hilfe war. Warte, ich weiß. Warum gehst du nicht dahin zurück, wo alles begann? Das hilft immer, mir Dinge zu finden. Ja, ich könnte genauso gut in meinem alten Apartment anfangen. Nicht, als ob ich irgendwelche anderen Spuren hätte. Wo ist dein altes Apartment? Warte mal, kann ich hier irgendwie die Karte umschalten eigentlich? Er hat übrigens kein Handy. Das ist witzig, ne? Also offensichtlich hat er natürlich kein Handy. Wo soll er das auch her haben? Wie kann ich denn hier die Dinger... Okay, ich geh einfach die Treppe hoch und mach dann die Karte auf. Er hat kein Handy. Weil natürlich hat er kein Handy. Wo soll das auch herkommen? Kiyo hat ihm keins gegeben. Und vor allen Dingen, er weiß ja nicht, dass Handys existieren, oder? Obwohl, sollte er auf dem Weg nach Kamurocho sollte er so ein bisschen was mitgekriegt haben, oder? Wo muss ich denn letztendlich jetzt hin? Natürlich, da hat er gewohnt? Im Champion District? Okay. Wenn er meint. Guck mal, selbst dieser alte Mann da hat ein Handy. Vor allem, wie alt ist alle? Oder Moment, wir müssen eigentlich gar nicht raten, oder? Wir können doch bestimmt gucken, wie wir alt... Daigo? Daigo kam schon vor? Nicht wirklich, oder? Warte mal, wo ist denn jetzt hier? Ach, guck mal, Kiyo. Ehemaliger vierter Vorsitzender des Tojo-Clans und legendärer Yakuza, bekannt als der Drache von Dojima, für das Drachentattoo auf seinen Rücken. Hat unzählige Vorfälle, wie zum Beispiel die verfehlende 10 Billionen Yen, den Streit mit der Umi-Allianz und den Anführer-Clan um den Okinawa-Land-Deal gelöst. Betreibt jetzt das morgendliche Ruhm-Waisenhaus in Okinawa. Kümmerte sich um Seishima, nachdem er auf den Strand aufgeschwemmt wurde. Hat sich aber geweigert, ihn an den Hand in seinen Racheplot zu geben. Bekämpfte ihn, nachdem er realisierte, dass er ein entflohener Straftäter ist. Aber hat gespürt, dass Seishima ein guter Mann ist und hat Vorbereitungen gemacht, um ihn nach Kamurocho zu kriegen. Okay, gut. Was ist denn über Haruka?
Tochter von Yumi Saburamara, Kiyos eine wahre Liebe, liebt mit Kiyos zusammen im Waisenheim, das er in Okinawa betreibt. Jetzt in der Junior High School und das älteste Kind des Waisenheims. Sie kümmert sich um die anderen Kinder, hat sich um Sajimas Wunden gekümmert, als er dumm auf dem Strand rumlag. Ist nervös, als sie gehört hat, dass Sajima Hamasaki kannte, aber realisiert, dass er eine gute Person im Herzen ist. Naja. So, warte mal. Ach ja. So, da steht nicht da, wie alt er ist, ne? Das ist kein richtiges Profil. Das war eigentlich der Profil, welcher würde. Aber wie alt wird er sein, wenn er 25 Jahre im Knast war und der war. Also, er muss irgendwie Mitte 40 sein, oder? Er wird wahrscheinlich Anfang 20 gewesen sein. Zu dem Zeitpunkt. Immerhin gibt es keine Subquests, ne? Für den Moment wahrscheinlich. Oder er hat einfach gar keine, weil er technisch gesehen kein freier Mann ist und wahrscheinlich nicht beliebig umherlaufen kann, wie er möchte. Also, ich würde mal vermuten, er ist. Schwierig zu sagen, ne? Je nachdem wir. Also dadurch, dass er die ganze Zeit im Knast gelebt hat und wahrscheinlich schlechte Ernährung gekriegt hat, sieht er eigentlich noch relativ jung aus, aber er könnte auch irgendwie Anfang 50 sein, ne? Das ist, glaube ich, bei so asiatischen Typen auch immer sehr schwierig. Warum, dass dieses Auto da hängt, das macht mich immer noch fertig. Naja, gut. Ist das eigentlich Instant Game Over, wenn mich die Bullen sehen? Oder kann ich einfach davon wegrennen? Nicht, dass ich jetzt irgendwie Lust hätte auf so eine Wegrennen. Oh, was ist das denn, ja? Warum? Warum kann ich hier welche Leute anklicken, die hier vor dem koreanischen Restaurant stehen? Ein Sedentary Business? Was soll das denn heißen? Was wärst du, wenn wir ein bisschen nach dem Workout Yakiniku essen? Ich habe gehört, dass die gesalzene Fleischzunge hier ist, für die könnte man sterben. Und all die Kalorien verschwenden, die wir verbrannt haben? Ja, genau. Mach dir keine Sorgen. Das Kochen auf dem Grill verbrennt das ganze extra Fett. Alles, was übrig ist, ist pures Protein. Kannst du nicht das Barbecue, das auf uns wartet, durch die Luft spüren? Weil wie können wir nur widerstehen? Alles wird gut sein, wenn wir nicht zu viel essen. Also was sagst du? Lass uns etwas Yakiniku essen. Nach einem Vierteljahrhundert im Knast klingt Yakiniku immer noch ziemlich gut. Das ist ein kaltes Bier, um es runterzuwaschen. Ah ja. Also du musst vor der Polizei entkommen. Ja, ja, aber die hat ja vorhin, hatte ich schon einmal so einen Dialog mit, warte mal kurz. Und dann bin ich einfach 3 Meter weiter gelandet, sind wir nicht hinterhergelaufen. Aber wenn sie mich dann wirklich kriegen, ist Game Over oder was? なんで。なんかさ、よく勘違いされんだよね、俺。俺さ、いわゆるチンピラ風の見た目じゃない。だからいっつも舐められるわけ。でもさ、俺一応あの荒井の兄貴の舎弟やってんだよ。弱かったら務まんねっつの。 俺なんか簡単にいけ取れると思った？アメンだよ。あんたら本家柴田組もさ、そんなんじゃいつまで経っても荒井なにきは捕まえらんないぜ。おい。So。 Ja, der hat, es ist Ole Kiddo, der hat gerade gemeint, er wird immer unterschätzt, dass man ihn über für irgendeinen nur 15 Punk hält. Aber das ist ja überhaupt nicht wahr, weil er ist ja eigentlich, hat er direkt unter Arai gearbeitet und ist durchaus in der Lage, Dinge zu tun. Ja. Nun. Und jetzt hat gerade Shibata-Familie gehört und da bei Shibata-Brot, da ist er richtig heiß und deswegen kommt er jetzt vor. Hast du gerade Shibata-Brot? Wer fragt? Ex-Mitglied eines Tojo-Clans namens Sasai-Familie. Noch nie von denen gehört. Diese Typen hier, die du gerade umgehauen hast, waren alle Shibatas? Vielleicht, was ist mit dir? Bist du im Geschäft? Die Yakuza, ja. Welche Familie? Ich bin mit der Tojo, die Shibata-Familie, um genau zu sein. Hast du dich gerade deine eigenen Jungs umgehauen? Naja, es ist ein bisschen kompliziert. Sie sind auf dich angesprungen, weil du sie verlassen wolltest? Nein, nicht genau. Nun, dann, du bist offensichtlich kein Freund der Shibatas. Genau der Mann, den ich brauche. Warte mal, mich brauchen? Vor was? Nun, du musst mir helfen, meinen Boss zu finden, Saisa-san. Upp. Sorry, Mann, aber ich muss mich um meine eigenen Sachen kümmern. Fuck! Und muss ich jetzt wirklich hinterher rennen? Nein, ich fühle mich nicht bereit, um jemanden hinterher zu rennen. Ah. Oh nein. Chase Kiddo.
Ebene. Oh, das war schlecht. Die Taste überwerfen? Nein, das war nicht werfen. Wie viel Entfernung brauche ich zum Werfen? Hä? Jetzt rennt er in die andere Richtung oder was? Ist ja schrecklich hier. Na gut, den haben wir, würde ich sagen. Oh yeah.